Ich grüße euch. So, weiter im Text. Das letzte Mal haben wir dieses Grundstück in eine Freifläche verwandelt und mit einer Schraffur als Hilfskonstruktion die 4-Meter-Linie des Nachbarabstandes gekennzeichnet. Solche Dinge wie dieses vorstehende Teil kann natürlich von der Geometrie her mal entstehen. Das kann man relativ einfach wegschneiden oder zusammenziehen, also mit Trimmen oder Splitten. Mit Splitten bringe ich das relativ einfach weg. Also Steuerung Ö, Command Ö. Von hier in diese Richtung. Das soll markiert bleiben und weg ist es. So, ich möchte jetzt die Höhenschichtenlinien dazu bauen. Dazu verwendet man am besten das Spline-Werkzeug. Das heißt, es funktioniert mit dem Spline-Werkzeug. Und es geht jetzt darum, dass die Höhenschichtenlinien, die ich hier einfach nachzeichne, wo wir die Höhen erkennen, dass ich diese Höhenschichtenlinien überstehen lasse. Das heißt, ich muss außerhalb anfangen, mit dieser Spline einfach diese Höhenschichtenlinie in etwa nachzuzeichnen. Die muss vorstehen. Wie genau das Ganze dann ist, das hängt dann von der Vorlage ab natürlich. Aber einfach genügend Punkte reinsetzen und immer vorstehen lassen. Also die habe ich jetzt gemacht, die habe ich gemacht. Jetzt habe ich unten noch eine Höhenschichtenlinie, die ich einfach nachzeichne mit einer Spline. Dann hier wäre die nächste. Das heißt, ich kann in etwa abschätzen, dass das, wenn das die 446er Linie ist, dass dieser Eckpunkt dann auf der 446,45,5 in etwa sein wird. Oder diese Linie hier, das hier ist 447er, wird dieser Punkt auf der 447,4 liegen. Dieser Punkt wird dann später auf der 448, also zwischen 449 und 448, 448,6 liegen. Gut, ich werde jetzt nicht dann auf der 400er-Ebene dahin arbeiten, sondern ich werde sagen, okay, die Null-Ebene soll vielleicht mitten im Grundstück liegen, das geht dann unter Null raus, das geht dann über Null rüber, dass ich schon etwa dort in der Höhe mich situiere, wo dann später eben die Null-Ebene des Hauses sein wird. So, Steuerung L, ich gebe mal das Bild des Grundstückes weg. Das hier, diese Hilfslinie, gebe ich auch mal auf Bild des Grundstückes, damit es nicht mehr sichtbar ist. So, ich habe hier ein Gelände, eine Freifläche und eben die Splines. Ich verwende jetzt das Freiflächenwerkzeug. Das ist markiert. Hier habe ich das Freiflächenwerkzeug gewählt. Dann halte ich die Leertaste. Klicke irgendwo auf das Spline, nicht auf einen dieser Punkte, sondern irgendwo mittendrin und kann hier neue Punkte hinzufügen. Und falls ich schon irgendwo Schrägen hätte, ja, bekomme hier automatisch einen Haufen neue Punkte. Ich könnte es auch einfach nachzeichnen, geht auch. Aber so geht es einfach schneller. Leertaste, Klick, Leertaste, Klick. Und jetzt habe ich hier die Punkte. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn ich hier mein Haus reinsetze und ich habe hier die Zufahrt, weil unten der Weg ist, wird in etwa das hier die Nulllinie sein. Hier haben wir gesagt, diese Höhenkote dieses Punktes liegt gut 55, ja, 45 Zentimeter tiefer, also minus 0, 45. Rein optisch aufgrund der nächsten Höhenschichtenlinie, die ungefähr hier verlaufen ist. Okay. Diese hier liegt um etwa das gleiche höher, also 0,45. Okay. Die lasse ich auf 0. Diese hier muss ich auch angeben. Minus 6 in etwa. Ja, vielleicht auch ein bisschen rauf. Diese hier lasse ich einmal auf 0.
Diese hier setze ich alle auf 1. Das heißt, wenn ich eine von diesen Linien, von diesen Punkten anklicke, kann ich jetzt sagen, eine Meter höher. Und wenn ich das hier dazugebe, dann werden all diese Punkte auf dieser ehemaligen Spline auf die gleiche Höhe gesetzt, auf die Höhe 1. Diese hier natürlich dann auf die Höhe 2, auf alle anwenden, auf alle diese hier. Okay. Hier, dieser Punkt befindet sich auf der Höhe zwischen 1 und 2, ziemlich in der Mitte, also 1,5. Nur dieser Punkt nicht mehr auf alle anwenden. Okay. Und dieser Punkt liegt etwa auf der Höhe 2,3. Das heißt, wenn ich mir das Ganze jetzt in 3D anschaue, Steuerung 3, Steuerung 0, falls ich in die falsche Richtung sehe, habe ich hier mein Freigelände. Offensichtlich ist hier ein Randpunkt zu knapp dabei gewesen, den ich nicht mitgenommen habe. Das ist aber kein Problem. Ich kann das einfach anklicken, den Punkt in Z einfach an den anderen anpassen. Wenn ich so knapp dabei bin, kann ich von derselben Höhe ausgehen. Das heißt, so, jetzt haben wir hier mehr oder weniger das Grundstück. Man sieht es leider nicht besonders gut, deshalb werde ich jetzt einfach die Farben ändern. Steuerung hat das T. Und hier rein für das Video Farbgelb ansetzen. So, das haben wir gemacht. Und jetzt kann ich dann beginnen, mir zu überlegen, wo ich meine Bodenplatte, wo ich meine Kontur meines Gebäudes wirklich reinsetze. In einem nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit.